Es gibt Massen an Querdenkern, die sich gegen die von der Regierung verhängten Schutzmaßnahmen stellen, weil sie die Grundrechte einschränken. Herr Holt, haben Sie Verständnis für diese Menschen? Also man springt jedenfalls zu kurz, wenn man nur den Kopf schüttelt, weil ich glaube, man muss schon einfach auch versuchen zu verstehen, wie es dazu kommt. Ich glaube schon, dass sehr viele Menschen bei uns sich einfach überfordert fühlen inzwischen. Das sind solche Dinge wie jetzt eben Europäische Union. Ja? Ich glaube, da müssen wir auch klar machen, dass die Europäische Union, Herr Mayer hat es schon ganz gut gerade gesagt, dass diese Europäische Union wirklich ein Projekt ist der Bürger, eine Union der Bürger, auch ein Friedensprojekt, das uns wirklich diesen Frieden, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Das ist aber etwas, was an vielen Menschen vorbeiläuft, ja, weil der Frieden ja so selbstverständlich ist, weil sie nichts anderes erlebt haben in ihrem Leben und weil sie Europa jetzt nur als etwas Abstraktes wahrnehmen, was weit weg ist, und jetzt keine Rücksicht auf ihre persönlichen Lebensverhältnisse vor Ort nimmt. Und dann kommen eigentlich so Dinge dazu, überhaupt dieses Globale, das Zusammenwachsen der Welt überfordert viele Menschen, die Vielfalt auch in unserer Gesellschaft überfordert manche. Natürlich die Digitalisierung überfordert uns fast alle. Und ganz viele Menschen fühlen sich, glaube ich, einfach von dem zunehmenden Tempo auch überfordert, indem sich Dinge bei uns ändern. Das war natürlich in 60er und 70er Jahren, 50 Jahren vielleicht erst recht, alles viel, viel einfacher, weil die Dinge sich gemächlich entwickelt haben, weil auch oft innerhalb der Gesellschaft die Schubladen klar waren. Und jetzt haben wir auch eine zunehmende Fragmentierung. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich vieles, wo man einfach über Querdenker den Kopf schüttelt, dass man da auf diese Dinge wirklich eingehen muss und überlegen, woher kommt es denn? Also die Sorge um Grundrechte jetzt zur Zeit, die halte ich ja absolut für gerechtfertigt, weil tatsächlich sind diese Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik nie so stark eingeschränkt worden wie jetzt. Und ich glaube, die Politik muss auch aufpassen, dass sich bei der Politik da nicht die Perspektive verschiebt. Dass nicht, ich habe solche Dinge auch von Politikern schon gehört, so Sätze wie, wir gewähren Grundrechte. Nein, die Politik gewährt keine Grundrechte. Die Politik ist dafür da, die Grundrechte zu garantieren, die Menschen zunächst mal schon haben, ja, vorgelagert eigentlich jegliche politische Entscheidung. Also das sind Dinge, wo ich durchaus Verständnis habe, wenn die Menschen sich Sorgen machen um den Bestand, um die Realisierung ihrer Grundrechte, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist dann der nächste Schritt. Zum einen zu glauben, dass alle, dass alles Verschwörungen seien, dass die Medien gleichgeschaltet seien, und noch weniger, wenn dann begonnen wird, Grundrechte gegeneinander auszuspielen, ja, so nach dem Motto, was ist denn schon ein Leben wert? Es geht ja um meine wirtschaftlichen Verhältnisse. Also ich glaube, das muss man all denen ganz klar machen, dass Gesundheit und Leben erstmal die allerwichtigsten Grundrechte sind und dass man die auch nicht abwägen, quantifizieren kann nach dem Motto, da ist jemand über 80 und es sind ja nur ein paar, die da sterben, was wollt ihr denn? Dann ist doch die Existenz meines Betriebes wichtiger. Da geht es für mich dann los, in einen Bereich zu gehen, wo ich sage, ja, da ist ein Querdenker dann wirklich jemand, für den ich kein Verständnis mehr haben kann. Oder wenn es so weit geht, dass man überhaupt die Gefahren leugnet. Ich meine, die Gefahren sind so offensichtlich. Und da zu glauben, dass das eine Verschwörung wäre und dass wir beim Impfen einen Chip eingepflanzt bekommen und solche Dinge, da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich solchen Dingen dann noch begegnen soll. Ich glaube, da haben wir es auch mit Menschen zu tun, die auch gar nicht mehr erreichbar sind.